Wolfgang Kleiner ist Physiotherapeut und Referent bei Transform Your Movement sowie der Physio Training Academy. Sein Anspruch ist, Bodywork und wissenschaftliches Arbeiten zu verbinden. Wolfgang Kleiner, herzlich willkommen hier bei der PT-Zeitschrift für Physiotherapeuten. Du bist Experte für funktionelles myofasziales Training. Bei der Faszie als Struktur geht es letztendlich darum, große Ketten optimal zu fördern, die Gleitfähigkeit zu verbessern, die Struktur zu verbessern, Restriktionen zu lösen und so den Patienten langfristig auch aus seinem Schmerz rauszuholen. Alle einzelnen Leitbahnen jetzt durchzusprechen, würde, glaube ich, einfach den Rahmen der Veranstaltung sprengen. Deswegen haben wir jetzt die Frontal-Line ausgesucht, um da ein paar Übungen einfach zu zeigen. Zeig uns vielleicht einfach nochmal die anatomischen Grundvoraussetzungen, die wir jetzt brauchen. Also zeig uns einfach nochmal die Frontal-Line. Wenn sie so steht, hat sie jetzt die Frontallinie optimal sozusagen vorgespannt aus den großen Zehen. Frontal läuft sie hier hoch, übers Becken, über den Rektus, übers Becken, die gerade Bauchmuskulatur bis hoch zum Sternum. Ihr unterteilt eure Methode nochmal in 4 verschiedene Phasen. Vielleicht sagst du da noch ein paar Worte zu? Unsere 4 Phasen gliedern sich in die myofasziale Bewegungsvorbereitung, die Hauptübung, die myofasziale Bewegungsregeneration und das Foam Rolling. In der ersten Phase der myofaszialen Bewegungsregeneration geht es darum, mit dynamischen Stretches das Gewebe vorzubereiten auf die gleiche und die folgende richtige Belastung. Wir wollen die Viskosität ein bisschen erhöhen, das Gewebe gleitfähig machen, schön geschmeidig machen, letzte Restriktion lösen und so die Leistung maximieren. Zeigst du uns ein Beispiel oder Gerne. Zeigt ihr uns ein Beispiel? Gerne. Also das Ganze dynamisch, einmal in die Bewegung rein. Genau, bei der Übung geht es jetzt darum, im Wechsel rechts, links die Frontallinie einmal locker durchzubewegen. Ihr seht, am Ende der Bewegung federt sie immer noch mal so ein bisschen rein. Genau darum geht es, um diese leichten, lockeren, federnden Bewegungen am Ende des des Bewegungsumfangs. Genau, jetzt ist sie warm, jetzt wie geht's weiter? Wenn ich den Sandbell einfach hier halte, ganz statisch, konzentrisch, einfach nur aus der Bewegung raus, komme ich nicht so weit. Wenn ich mich jetzt hier in die leichte Vorposition stelle, auch kurz verharre und jetzt rauskomme, komme ich schon ein Stückchen weiter. Aber das meiste hole ich einfach aus dem Körper raus, wenn ich mir den Dehnungsverkürzungszyklus zunutze mache. Jetzt habe ich den Effekt, dass ich die Energieweiterleitung maximal ausnutzen kann. Ich öffne das Gewebe, ich speichere Energie und kann, zack, es würde jetzt noch weitergehen, aber wollen Sie jetzt nicht so weit laufen lassen? Also wir sehen schon, du wirst mit jedem Wurf kräftiger. Ja. Aber gib mir noch 5 und ich werfe das Ding bis ans Ende der Halle. Ja. Wir hatten als Vorbereitung das Werfen, dann hatten wir den Einwurf und dann kannst du den Spider-Man nochmal machen. Bei der Übung ist jetzt nicht nur auf die Frontallinie abgestimmt, sondern wir haben wirklich hier ganz viele Linien. Wir haben einmal hier unten die Frontallinie, die wir vorgespannt haben, bis vorne hin. Wir haben einmal die Funktionallinie, die Functional Line, die sich bis nach oben zieht. Hier hinten haben wir die superfiziale Rückenlinie, die wir noch mit vorgedehnt oder auf Spannung gebracht haben und können so den Körper nochmal ein bisschen runterfahren, kleine Restriktionen lösen und ihn ein bisschen erholen lassen. Okay. Phase 4? Das 4. ist das Foam Rolling. Bei den Techniken, die wir nach dem Training machen, sollte es immer ein Slow Roll sein. Das heißt, wir gehen mit ganz langsamen, sachten Techniken an die Sache ran. Lena rollt jetzt einmal locker einfach den Quadrizeps ab, um da erste Restriktionen ganz global zu lösen. Welche Geschwindigkeit würdest du empfehlen? Also es gibt ja Autoren, die sagen 1 Zentimeter in der Minute. Ja, das ist sicherlich ein hypothetisches Optimum, an dem man sich da orientiert. Aber ich glaube, keiner von uns kann 1 Zentimeter pro Minute oder 1 bis 2 Zentimeter pro Atemzug oder was man da so hört, umsetzen. Das heißt, ein langsames Tempo, geschmeidig, es sollte sich gut anfühlen. Es sollte nicht sein, dass man da die Zähne zusammenbeißen muss und wirklich leiden muss. Es geht jetzt darum, dass die Flüssigkeiten locker wieder auszupressen, dass sich das Gewebe mit neuem, gebundenem Wasser vollsaugen kann. Ich bedanke mich schon mal. Ich danke dafür, dass ich heute hier sein durfte, dass ihr das so ermöglicht habt hier auf der Messe. Gerne.